Adi, sicher, dass ich das hinkriege? Ich bin nur Ersatzcutter, also ich habe das noch nie gemacht. Alter Leon, sag einfach deinen Scheißtext. Live zur besten Sendezeit aus Studio 1, Ihr Host, Hand of Blood. Ja, danke, danke. Meine Damen und Herren. Ja, herzlich willkommen zu drei schäbige Spiele. Ausgabe 2. Beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, drei beschissene Games. Allerdings hat YouTube gesagt, Junge, mach nicht so einen Titel. Deswegen haben wir das Format umbenannt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hey, Henno, was ist denn das für ein Format, Bro? Und ihr habt den ersten Part nicht gesehen. Gar kein Problem. Hier geht es darum, den Spielen Luft und Raum zum Atmen zu geben, die sonst in der Flut an Top-Releasen auf Steam untergehen würden. Gehen wir mal in den Shop. Neuerscheinung, da gehen wir drauf. Und dann ist hier schon so ein Filter drin, weil Steam will einem keine Scheiße andrehen. Aber dann gehen wir auf alle Neuerscheinungen. Und jetzt haben wir hier eine ganze Reihe Spiele, die heute rauskamen. Und hier lassen wir uns jetzt einfach mal berieseln und wählen nach eigenem Ermessen zwei Spiele aus. Trekking and Camping. Oh, reduziert. Ah, ist ja gut. Alter, meine Ohren! Ist ja nur Müll. Was ist das? Alter. Alter, krass. Gashi, Sashi, no Sashi. Immer mit ihrer Lautstärke. Nein, das ist nicht real. Hä? Großsuche 2, das Abenteuer. Ja! Das ist Michael Bay! Für die Explosion! Wow! Was ein Scheiß, Mann. Was wird hier released? Also mir fehlt hier noch so die gewisse Portion Senfeier. Versteht ihr, wie ich meine? So richtiger, ekliger, widerlicher Müll. Requiem. Kombo mit der Mucke ist irgendwie eine ganz eigene Dynamik. Meint ihr das ernst? Kostenlos. Abfahrt. Nehmen wir. Kosmophage. Hi. Kevin, hast du kurz Zeit? Ich bin am Kochen gerade. Was hast du? Also ich habe so ein Format, das heißt drei schäbige Spiele. Und da bin ich gerade auf ein Spiel gestoßen, das heißt Cosmo Phage oder so. Deren Trailer-Mucke geht ungefähr so. Ich hoffe, du kannst hören. Ja. Meinst du, da kannst du so ein bisschen drüber schauten? Volles Programm immer. Okay. Machen wir. Aus. Okay. Was? Magic Potter Battlegrounds? Pot and Tear? Was? Was? Fight in PvP, go through a maze with traps. Geile Beschreibung. Trailer Ende. Was ist das denn für Bandicam.com? Alter, das ist eine Trailer-Produktion, wirklich wie sie im Buche steht. Was haben wir hier? Keep talk until you dead. Voice-activated game.
Hoppala. Hä, und man muss mit denen reden oder was? Oder wie? Oh, ich habe mich gerade übel verspannt. Erstmal was trinken. Alter, ist ja auch alles echt fresh hier, ne? Guck mal, richtig schöne Objekte. Gibt's neu im Shop, geht er jetzt hin und kauft. The protagonist gets unusual abilities. With his voice, he can kill zombies. Use voice to attack. Was? Ja, also man redet und dann sterben die. In den Warenkorb. So, drittes Spiel. Jetzt sind wir hier auf steamdb.info wieder unterwegs, um die allermiesesten Spiele von Steam mal hier auf einen Blick zu haben. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir chronologisch Race to Mars. Hä? Ich kann es nicht kaufen. Hä? So, dann nehmen wir jetzt den nächsten. Jurassic Island. Dinosaur Zoo, Alter. Dann starten wir mit Requiem. Oh, Unreal Engine. Alter, what the fuck? Mhm. Alter, allein das Overlay, das ist halt Kunst. Und auch das Grundrauschen. Okay, also man ist in einer Art Traumwelt oder so gefangen, Junge. Ja, geil. Warum kann er so hoch springen? Jetzt. Alter, was sind das für Ränder? I, Alter, hä? Warum? Hä, jetzt geht nur mit Maus, oder? Was soll die Maus jetzt? Achso, ich muss die. Ah, okay, ich muss die halt anordnen. Aber ich check halt gar nicht, was. Naja, ist auch egal. Oh, heftiges Portal, Bruder, rein. Je! Nicht? Ach doch. Brauch noch einen Moment, ne? So ein richtig geiler Club hier. Ja, bahnbrechend. Ich meine, es tut mir ja auch leid. Ne? Imagine, es sind irgendwelche Studenten, entwickeln ihr erstes Spiel. Natürlich noch nicht rund, ja, erwartet vielleicht auch keiner. Aber dann kommt halt Henno und flamet die Scheiße aus sowas raus. Also ihr habt euch halt auch schon beim letzten Mal gefragt, yo, zeig doch mehr vom Game. So, einige haben sich mehr gewünscht, aber das Ding ist, es gibt nicht mehr. Guck dich das an. Oh, da ist die Frau aus dem Trailer. Die Musik ist verheißungsvoll, ne? Unverheißungsvoll. Also das Verheißen ist uneinig. Verheißungsunvoll? Junge! Verheißungsvoll. Die Musik ist verheißungsvoll. Ach, sie weint. Oh boy. You can't get too close to her without getting clawed. Try using some of the boxes for cover. Hat die mich jetzt schon gekillt, während die mir das erklären? Muss ich jetzt wieder von vorne spielen? Das ist ein richtig beschissenes Game. So, jetzt bin ich gespannt. Okay. Ich konnte es halt jetzt nicht lesen, aber ich gehe mal davon aus, ich muss eine Kiste nehmen und dazu. What the fuck, Alter? Hier, nimm die Kiste. Jetzt sind deine komischen Greifarme im Arsch. No, you've got her riled up. I don't think wooden boxes will prove very useful now. Those clumps I ever try to. Nein, nein, nein! So, was haben wir noch? To find out the angle of ability, hover the mouse cursor over the ability. Ja, aber ich dachte, ich soll reden. Q, R, R. Oben ist Ausschlag. Das heißt, ich kann die entweder drücken. Hä, was? Mir erklärt niemand das Reden. Was muss ich machen? Also ich habe E. Ja, das habe ich verstanden. Der gelbe Kreis zeigt meinen Voice-Radius. Aber da habe ich ja immer so einen grünen Bereich auf. Hier muss ich anscheinend laut reden. Ich muss wirklich einfach nur in der vorgegebenen Lautstärke reden und die ploppen weg. Hä? Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind. Sein Ross geschwind. Geiler Track. In einem unbekannten Land.
vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr willkommen. Maya, Maya, zeig uns deine Welt, zeig uns das, was dir gefällt. Wir treffen heute unsere kleine Biene Maya. Ey Mann, was ist das für ein Konstrukt? Ich kann ja auch einfach den hier machen. Von innen. Nächstes Game. Rin. Ich bin nochmal richtig gespannt hier. Hör mal. Ja, hier habe ich jetzt auch mir gar nicht natürlich vorab den Teaser und Trailer angeguckt. Ich wollte mal hier die komplette Blind-Atmosphäre. Die Mucke ist auf jeden Fall schäbig. Wir haben hier gerade eine Mitteilung reinbekommen anscheinend. Oh mein Gott, die Font! Power Level is low. Click the... Build... Power Level is low. Click the Build Menu and Build a Power Plant. So, Build Menu. Power Level is low. Click the Build Menu and Build a Power Plant. Jetzt halt doch mal die Fresse! Ja, wunderschön. Water level of zoo is low. Please build a water tower. Aber sichi. Start building a road and cages for your dinosaurs. Okay, also ich soll jetzt Straßen und Zäune bauen. Ja, ist doch gut, mein Gott. Alter, ich raste gleich aus. Start building a road and cages for your dinosaurs. Ja, hab ich. Also, wir haben jetzt krasse Gehege. Jetzt brauchen wir Dinos, ist ja klar. Dann braucht er natürlich Wasser. Geil, geht er direkt hin. Geile Sounds auch. Oh mein Gott. Das wirkt so krass zusammengeschustert mit irgendwelchen Billo-Grafiken. Und dann machen wir den hier noch schön ein bisschen Natur drin. Und einen Stein. Gut, das war, glaube ich, so eine Art Danke. Guck mal hier noch so ein bisschen Palmen. Guck mal, einen habe ich noch auf Lager. Alter Junge, geht das jetzt die ganze Zeit so? Bitte? Der hat gekackt. Das muss ich wegmachen, oder? Da. Ich glaube, das ist so gedacht, dass man riesiges... Maschallah. Alter, ist das ein Kack-Game. Holy shit. Ich kann nicht mehr bauen. Ich will dahin bauen. Am meisten triggert mich, dass man nicht gedrückt halten kann. Ich muss hier einzeln so dumm rumklicken und auch nicht jeder Klick wird genommen. Oh, ich krieg hier schon wieder Puls. Wo ist mein Dino eigentlich hin? Der ist reingehauen. Ich bin kurz vorm Nervenzusammenbruch. Was ist das für ein Kackmenü, was sich hier mal aus- und einrollt? Dann dieser dumme Hoteleingang-Bimmel-Sound, ja? Jetzt hat er gekackt irgendwo. Ruhe, Schnauze! Ja, Water Level ist low. Ach was. Aber was soll ich dagegen machen? Ich habe 4 Wassertürme, wo überall so ein dummes Symbol dran ist, dass da kein Wasser drin ist. Jetzt hat sich ein OBS geschlossen. Willst du mich verscheißen? Ja, Leute, also ich würde das jetzt hier leider beenden. Das kann sich kein Arsch geben. Wirklich. Alt F4. Geht nicht. Ja, Requiem, also tut mir ein wenig leid, aber beim ersten Bossfight hatte ich einige Probleme. Während der Dialoge den Attacken auszuweichen. Vielleicht sollte man hier nochmal an der
Basisarbeiten. Ansonsten tolle Black and White Anlehnung, auch wenn das System mit Gut und Böse mir leider verborgen blieb. Punkt. Alles in allem aber ein wunderschönes Spiel mit knackiger Musik, toller Grafik und exzellenter Steuerung. Müsst ihr wissen. Spiel empfehlen? Ja, klar. Und ab dafür. So, ach guck mal, hier bei Keep Talking Until You Dead gibt es halt auch richtig Achievements. Wie drücke ich das aus? Ich muss sagen, das Spielprinzip ist tatsächlich mal etwas Neues. Hier wurde Red Dead Redemption kombiniert mit SingStar. Genial. Braucht nur leider niemand. Müsst ihr wissen. Nein. 31 Minuten habe ich es ausgehalten, dieses Spiel zu spielen. Kommen wir zum Resümee. Dieses Spiel ist bislang für mich die Definition von schäbig. Man degeneriert regelrecht während des Spielens dieses Spiels. Die Sounds, die Animationen, alles erinnert an ein Browser-Game auf bambusratte.de. Müsst ihr wissen, aber jeder, der das zockt, ist halt wirklich nicht zu retten. Nein, klar, tschüss. Ja, das war eine weitere Episode von drei schäbige Spiele. Ich verabschiede mich. Es hat leider keinen Spaß gemacht. Ich hoffe euch. Bis zum nächsten Mal. Verpisst euch.